Experten besorgt über mögliche Kriegsvorbereitungen. Kurswechsel in Nordkorea. Wird es Krieg geben näher zu Russland? Was Trump mit dem Kurswechsel zu tun hat. Von Doi Enerson. In Nordkorea vollzieht sich ein Kurswechsel. Kim Jong-un orientiert sich mehr und mehr nach Russland, während sich die Beziehungen zu China abkühlen. Gleichzeitig zeigen sich Experten besorgt über mögliche Kriegsvorbereitungen. Abkühlung der Beziehungen zwischen Nordkorea und China Die Freundschaft zwischen China und Nordkorea hat in den vergangenen Monaten einen historischen Tiefpunkt erlebt. Zwischen der Kommunistischen Partei Chinas und der Kommunistischen Partei Nordkoreas herrscht seit Juli 2020 Funkstille. Damals gratulierte der Generalsekretär Xi Jinping Kim Jong-un zum 26. Gründungstag der nordkoreanischen Arbeiterpartei per Brief. Auch wenn China Nordkorea als strategischen Partner und Puffer zwischen sich und dem demokratischen und US nahen Südkorea betrachtet, sind die beiderseitigen Gefühle seit dem gescheiterten Gipfel deutlich abgekühlt. China hat sich an den scharfen Sanktionen des US-Sicherheitsrates gegen Nordkorea beteiligt, was den Zorn Pyongyangs erregt hat. Die Grenze zwischen den beiden Ländern wurde mit Beginn der Covid Pandemie geschlossen und seitdem nicht wirklich wieder geöffnet. Nordkorea Wiederbelebung der Beziehung zu Russland Gleichzeitig nähern sich Nordkorea und Russland an. Der nordkoreanische Machtherber Kim Jong-un hat in den letzten Jahren mehrere Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin abgehalten, um die bilaterale Zusammenarbeit zu stärken. Dabei ging es auch um Waffenlieferungen an Russland, da Russland die Munition bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine vor allem an Granaten ausgeht. Nach Berichten hat Nordkorea bereits etwa 1000 Container mit militärischer Ausrüstung nach Russland geliefert. Sie wollen mehr darüber erfahren? Den vollständigen Artikel können Sie auf finanzmarktwelt.de lesen.